Wir wollen uns nun mit den elektrischen Eigenschaften einer Solarzelle beschäftigen und uns die Frage stellen, wie lässt sich die Solarzelle mit Hilfe von elektrischen Bauteilen beschreiben, damit wir auf dieser Basis ermitteln und berechnen können, wie groß sind Strom und Spannung, die bei einer Solarzelle entstehen. Nochmal die Erinnerung, das hat man gesehen, wir haben die Solarzelle als ein PN-Übergang, das heißt also, dass wir hier im oberen Bereich eine N-Dotierung des Siliziums oder des Materials haben, dann den größeren, deutlich größeren Bereich, der dann P-dotiert ist. Das heißt also, Atome eingesetzt werden, die weniger Elektronen in der äußeren Schale haben als als der Festkörper an sich. Damit man so ein Gefühl bekommt bei der typischen Solarzelle, also diese Strecke hier bis zu dieser Raumladungszone, die ja hier entsteht, das ist ja hier diese Raumladungszone in dem Übergangsbereich zwischen dem P- und N-dotierten Material. Also hier ist die Raumladungszone. Das sind so ungefähr, entspricht das so 0,1 Mikrometer, wenn dessen wir bei einer Solarzelle Dicke haben von insgesamt, naja, das sind so ungefähr 200, so knapp 200, 150 bis 200 Mikrometer Dicke. Also dann hat man mal so ein Gefühl für die Größenordnung. Wir haben jetzt hier unten an der Unterseite halt die Rückseitenleiterplatte und dann an der oberen Seite halt die Frontkontakte. Und was nun passiert ist, dass das elektrische Um die Elektronen zu erhalten, haben wir hier das Sonnenlicht, was absorbiert wird in der Raumladungszone, natürlich auch in den anderen Bereichen. Aber das führt nicht dazu, dass wir eine Elektronenlochpaare bekommen, sondern also hier in dem Bereich entsteht also durch die Absorption, wird hier ein Elektron geschaffen und ein Loch. Das Elektron wandert zu den Frontkontakten, das Loch wandert nach unten zu der Rückseite und führt zu einem Stromfluss. Wird das Sonnenlicht, werden die Photonen in tieferen Regionen absorbiert, dann entsteht zwar auch ein Elektronenlochpaar, die rekombinieren aber in diesem unteren Bereich. Das Elektron ist nicht in der Lage, die Raumladungszone zu überwinden und an die Frontkontakte zu kommen, sodass es nicht zu einem Stromfluss kommen kann über die Verbindung zwischen den Frontkontakten und dem Rückseitenkontakt. Was uns nun interessiert, ist der sogenannte Photostrom. Das heißt also die Menge an Elektronen, an Ladungsträgern, die entstehen, die Photonen, das ist proportional zur eingestrahlten Energie oder zur Strahlungsleistung. Das heißt, dass man mit G, das ist die Strahlungsstärke oder Strahlungsleistung. Das heißt also, je größer die Strahlungsleistung ist, desto größer ist auch der daraus resultierende Photostrom. Und was wir nun machen wollen, ist, wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie lässt sich diese Solarzelle, dieser Festkörper beschreiben als elektrische Schaltung mit Bauelementen, die bekannt sind, um daraus dann berechnen zu können, wie groß sind Strom und Spannung bei einer Solarzelle. Und daraus lässt sich dann ermitteln, welche Leistung, welche Energie eine Solarzelle oder ein Solarmodul erzeugen können. Was wir nun machen ist, wir stellen uns die Solarzelle, diesen Photostrom als elektrisches Bauteil vor. Das heißt, hier haben wir einen Erzeuger von Photostrom. Dabei interessiert uns jetzt gar nicht mehr im Detail, wie dieser Photostrom erzeugt wird. Das heißt, hier haben wir jetzt also die Einstrahlung von Licht. Das erzeugt einen Photostrom. Was wir dann haben wollen als Ersatzschaltbild, als vereinfachte Schaltung, ist dann, also hier haben wir die Kontakte der Solarzelle. Was wir jetzt noch berücksichtigen müssen, ist, die Solarzelle verhält sich wie eine Diode oder wie eine Batterie. Das heißt, wir haben Gleichstrom, der Strom ist gerichtet. Das heißt, also, was wir noch ergänzen müssen, ist hier in diesem vereinfachten Schaltbild eine Diode, die nun hier ergänzt wird. Das heißt, was wir natürlich bekommen, ist hier einen Diodenstrom, der über die Diode abfließen kann. Und das ist dann hier dieser Strom I, den man dann nutzen könnte, wenn man jetzt hier auf der rechten Seite zum Beispiel eine Glühbirne oder einen Verbraucher anschließt. So, was wir noch wissen müssen, ist, wie groß ist die Spannung zwischen diesen beiden Punkten, also U. Das entspricht natürlich genau der Spannung UD, die hier an der Diode abfällt. Und nun lässt sich mit der
Kirchhoffschen Knotenregeln natürlich bestimmen oder berechnen, wie groß Strom und Spannung sind. Wie sieht das aus? Also der Strom, der Photostrom teilt sich auf in den sehr kleinen Diodenstrom, der sollte möglichst klein sein, und den Strom, der hier dann nutzbar ist. Das heißt, für uns ergibt sich damit dann direkt, dass der Strom, der aus der Solarzelle genutzt wird, das ist der Photostrom minus der Strom, der durch die Diode fließt. Jetzt, wie sieht das jetzt bei der Diode aus? Wie ist der Diodenstrom definiert? Der Diodenstrom ist einmal IS, das ist der Strom, der Sättigungssperrstrom der Diode, multipliziert, und dann haben wir folgende Gleichung: Das ist E hoch, das ist dann die Diodenspannung UD durch, ich mache das jetzt direkt schon vereinfacht, UD durch T. UT ist ja eine temperaturabhängige Spannung der Diode minus 1. Das ist jetzt also die Definition der Diode. Da will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht genauer darauf eingehen, wo das herkommt. Das soll jetzt an dieser Stelle erstmal genügen. Also IS, das ist der sogenannte Sättigungssperrstrom. Sperrstrom, der in der Größenordnung von, naja, 10 hoch minus 6 bis 10 hoch minus 12 Ampere ist. Und das UT, das ist eine temperaturabhängige Spannung. Temperaturabhängige Spannung. Die liegt typischerweise, also bei Solarzellen, das sind so 25 bis 26 Millivolt bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius. Das ist also die Normtemperatur, die wir haben. Das soll jetzt zur Vereinfachung zunächst einmal genügen. Das heißt also, wie sieht damit der resultierende Strom aus in Abhängigkeit von der Spannung, die hier an der Solarzelle anliegt? Was passiert da nun also? Das heißt, wir bekommen als Ergebnis den Strom, das ist der Photostrom, der jetzt proportional zur Strahlung, zur eingestrahlten Energie ist, minus, und dann haben wir hier den Sättigungssperrstrom IS multipliziert mit E hoch UD durch UT minus 1. Und das UD ist natürlich jetzt die Spannung, die wir haben wollen, um zu beschreiben, wie groß die Spannung ist, die an unserer Solarzelle anliegt. Was bekommen wir damit? Also wenn wir jetzt wissen, dass die Spannung in dem Fall an der Diode gleich der Spannung ist, die an unseren Punkten, an unseren Kontaktstellen anliegt. Das heißt, wir können hier natürlich das UD ersetzen durch das U. Das heißt, also wir haben jetzt hier stehen, das ist U durch UT. Diese Gleichung, dieses stark vereinfachte Modell hat den Vorteil, es lässt sich jetzt umformen. Das heißt, wir können diese Gleichung jetzt umstellen nach U. Das heißt, wie hängt die Spannung jetzt vom anliegenden Strom ab? Das ergibt sich zu T mal, dann haben wir hier den Ln von, dann haben wir im Zähler den Photostrom minus den Strom, der anliegt, plus den Sättigungssperrstrom dividiert durch IS. Das heißt, diese Gleichung lassen sich implizit umformen. Das heißt, wir können U als Funktion unseres Stroms I darstellen oder den Strom entsprechend so darstellen, wie hängt der Strom von der Spannung ab. Das lässt sich implizit darstellen. Dieses stark vereinfachte Ersatzschaltbild genügt schon, um die wesentlichen Eigenschaften einer Solarzelle zu beschreiben, wie Strom und Spannung einer Solarzelle voneinander abhängen. Das Modell ist natürlich nicht hinreichend genau, um damit nun tatsächlich zu arbeiten. Dazu müssen wir noch weitere Elemente hinzufügen. Dennoch genügt es jetzt schon mal aus, um erste Betrachtungen zu machen. Das heißt, wie hängen jetzt Strom und Spannung voneinander ab? Was man dazu macht, ist, dass man sich die entsprechende Kennlinie oder Charakteristik dieser Solarzelle mal zeichnet. Das heißt, was machen wir? Wir stellen Folgendes dar. Wir haben also einmal den Strom, stellen wir auf die Y-Achse, und dann haben wir die Spannung, wollen wir auf die X-Achse stellen. Das heißt, dieses Diagramm ist ein sogenanntes IV-Kennlinien-Diagramm von I und V Voltage für Volt als Einheit im Englischen.
Wenn man sich nun diese beiden Gleichungen betrachtet und anguckt, wie diese beiden Werte voneinander abhängen, stellt man fest, also wir haben zwei markante Punkte, nämlich was passiert, wenn der Strom oder wenn die Spannung 0 ist, das heißt hier oben, das heißt, setzt man in diese Gleichung hier nun ein, dass die Spannung gleich 0 ist, was passiert dann? Dann haben wir hier einen sogenannten Kurzschlussstrom, das heißt einen maximalen Strom. Umgekehrt haben wir den Fall, wenn jetzt kein Strom fließt, dann liegt eine sogenannte Leerlaufspannung an. Das ergibt sich dann aus dieser Gleichung hier. Das heißt, hier unten haben wir dann den Punkt der Leerlaufspannung, im Englischen abgekürzt OC für Open Circuit. Das ist Open Circuit für Leerlaufspannung. Und diesen Punkt hier oben, das nennt sich dann im Englischen ISC. Und das SC ist die Abkürzung für Short Circuit. Also Kurzschluss, ne? Das ist dann im Deutschen der Kurzschluss. Und wenn man dann diese hier weitere Schnittstellen ergänzt, dann ergibt sich folgender Verlauf, dass der Strom lange Zeit quasi konstant ist und dann irgendwann abfällt und dann hier in Richtung der Spannung dann irgendwann sehr schnell nach unten abfällt. Und also das ist jetzt der typische Verlauf einer Stromspannungs Kennlinie einer Solarzelle und damit dann später auch eines Solarmoduls. Und daraus, also hieraus lässt sich jetzt noch ein zweiter Parameter ableiten, nämlich wie groß die Leistung ist, die die Solarzelle bereitstellen kann. Das ergibt sich daraus, dass bei Gleichstrom die Leistung sich ergibt als Produkt von Strom mal Spannung. Das heißt, wir können jetzt hier einzeichnen in dieses Diagramm, wie sich die Spannung verhält in Abhängigkeit der Spannung. Machen wir also Folgendes, zeichnen wir in dieses Diagramm eine zweite Achse ein. Das heißt, hier wollen wir jetzt in Rot die Leistung in Abhängigkeit der Spannung darstellen, also die PU-Kurve, wie hängt die Leistung von der Spannung U ab? Das heißt, es ergibt sich einfach aus dem Produkt. Wir haben direkt ein paar Stützstellen, die wir erkennen. Natürlich ist dieser Punkt, und da ist die Leistung natürlich 0. Wenn wir keinen Stromfluss haben, haben wir dann auch keine Leistung. Gleichzeitig der zweite Punkt. Das heißt also, wenn die Spannung 0 ist, haben wir auch keine Leistung. Und dann ergibt sich folgendes Bild, dass wir hier einen quasi linearen Anstieg haben der Leistung. Das ist also quasi dann dieser Teil hier. Und dann folgen wir der Spannung, dem Spannungsanstieg weiter. Wir haben irgendwo ein Maximum und fallen dann wieder runter, bis wir hier diesen Punkt erreichen. Und hier haben wir einen Punkt, genannt MPP. Das ist der Maximum PowerPoint im Englischen. Maximum PowerPoint. Das heißt, das ist der Punkt der maximalen Leistung. Und dieser Punkt hat natürlich eine korrespondierende Spannung. Das heißt also hier diese Spannung UMPP. Das ist also die Spannung, bei der die höchste Leistung anliegt. Und die können wir jetzt natürlich ablesen, oder daraus können wir jetzt ablesen, wie groß dann der entsprechende Strom ist. Denn wenn wir dieser Linie folgen, ist das dieser Punkt auf unserer IV-Kennlinie mit dieser Spannung UMPP. Wie groß ist dann die korrespondierende Stromstärke an diesem Punkt. Das heißt, hier sind wir dann bei IMPP, das heißt, also dem Strom bei in diesem Maximum PowerPoint. Und damit haben wir vier charakteristische Punkte identifiziert, die diese IV-Kennlinie und damit die Solarzelle beschreiben. Wir haben also die Stromstärke und die Spannung im Maximum PowerPoint, also bei der maximalen Leistung. Und als weitere Parameter haben wir dann den Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung. Und mit diesen vier Parametern lassen sich die elektrischen Eigenschaften einer Solarzelle vollkommen beschreiben. Wir hatten vorhin gesehen, dass der Photostrom proportional zur Strahlungsstärke ist. Das heißt also, dass hier oben der Photostrom, den wir jetzt hier in dieser Photozelle definiert haben, proportional zur Strahlungsleistung ist. Welche Auswirkung hat das auf unsere IV-Kennlinie zur Beschreibung unserer Solarzelle? Wenn wir uns also hier nochmal eine Skizze machen, nochmal die IV-Kennlinie aufzeichnen mit der Stromstärke und der Spannung, dann haben wir also folgendes Bild. Das soll jetzt der Fall sein bei
einer Strahlungsstärke von 1000 Watt pro Quadratmetern wird die Strahlungsstärke nun halbiert. Dann ergibt sich daraus quasi oder ziemlich genau die Hälfte der Strahlungsstärke und damit des Photostroms. Das heißt, hier fällt der Strom auf die Hälfte. Wir haben hier wieder die IV-Kennlinie und dann die Spannung bleibt fast unverändert, sinkt etwas. Das hier wären wir dann bei 500 Watt pro Quadratmeter. Das ist also quasi die Hälfte. Diese 1000 Watt, das ist quasi die, oder definiert man als Standardstrahlungsstärke unter Laborbedingungen. Das heißt, wenn man nun elektrische Eigenschaften einer Solarzelle untersuchen und vergleichen möchte, muss man sich auf eine bestimmte Strahlungsstärke einigen. Und das entspricht genau diesen 1000 Watt pro Quadratmetern. Das ist an einem sonnigen Tag, mittags in Mitteleuropa erreichen wir diese Strahlungsstärken. Das ist also die Strahlungsstärke unter den sogenannten Standard-Testbedingungen. Also das ist jetzt die Strahlungsstärke oder Strahlungsleistung unter STC und STC, das ist die Abkürzung für Standard-Testbedingungen, im Englischen Standard Testing Conditions. Das heißt also, hier fassen wir die Strahlungsstärke oder Strahlungsleistung von 1000 Watt pro Quadratmeter Zellfläche. Weitere Punkte, die man darunter fasst, unter diese STC. Das ist einmal das R-Maß von 1,5, das heißt also die Repräsentation der Atmosphäre, wie groß ist die mittlere Strecke, die das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre durchdringen muss, bevor es auf der Erdoberfläche auftrifft, wo dann die Solaranlage ist. Da definiert man dann ein R-Maß von 1,5 und was man auch noch definiert, ist die Modultemperatur TM von 25 Grad Celsius, das ist die Modultemperatur unter STC, weil auch das sehen wir dann später in einem Video, Einfluss hat auf die elektrischen Eigenschaften einer Solarzelle, da bei steigenden Temperaturen die Spannung sinkt und damit die Leistungsfähigkeit der Solarzelle sinkt. Umgekehrt bei niedrigeren Temperaturen ist die Modul- oder Zelltemperatur geringer, führt das dazu, dass die Spannung steigt und damit auch die Leistungsfähigkeit einer Solarzelle steigt. Wir können nun noch weitere Parameter ableiten aus einer Solarzelle. Das wollen wir uns noch angucken. Da gibt es noch zwei weitere Parameter, die in der Photovoltaik gebräuchlich sind. Das eine ist der Fill-Faktor und das zweite ist dann der Wirkungsgrad einer Solarzelle. Zunächst wollen wir uns den Fill-Faktor einmal ansehen als Kenngröße. Fill-Faktor oder im Englischen Fill-Faktor, der teilweise noch gebräuchlich ist. Das heißt, was machen wir? Wir betrachten wieder die IV-Kennlinie und gucken uns an, wie der Verlauf der Charakteristik aussieht. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Verlauf und zeichnen nun noch die Größen ein. Wir hatten gesagt, das ist ISC, der Kurzschlussstrom. Das ist hier UOC, die Leerlaufspannung. Und dann haben wir hier ungefähr den MPP. In Maximum PowerPoint mit der entsprechenden Spannung UMPP und dann dem IMPP der Stromstärke an diesem Punkt. Was man nun macht ist, oder machen kann bei dem Füllfaktor, ist, dass man dieses Quadrat hier, dieses Quadrat, diese Fläche dieses Quadrates, das ist ja gerade die Leistung PMPP. Das heißt also unter normalen Bedingungen über die Gleichung P ist gleich U mal I kriegt man die Leistung raus. Was man nun macht bei dem Füllfaktor ist, dass man sich das fiktive Quadrat nimmt. Was wäre denn die maximal mögliche Leistung? Die läge ja hier oben. Das heißt, wenn es möglich wäre, hätten wir ja hier dieses Quadrat in Rot dargestellt. Das wäre quasi das Optimum, was natürlich technisch nicht erreicht werden kann. Und der Füllfaktor ist quasi das Verhältnis dieser beiden Quadrate. Das heißt, den Füllfaktor, abgekürzt mit FF, ist quasi das Verhältnis aus dem MPP. Das heißt, IMPP mal UMPP dividiert durch das maximal mögliche. Und das wäre der Kurzschlussstrom multipliziert mit der Leerlaufspannung. Das heißt, hieraus lässt sich dann ableiten, dass hier oben entspricht ja dem PMPP, also der Leistung unter den STCs, also der normalen Bedingungen, dividiert durch ISC mal UOC.
Dieser Füllfaktor ist eine Art Qualitätskriterium. Also die Güte der Solarzelle ist natürlich immer das Ziel oder die Bestrebung, technisch diese IV-Kennlinie in Richtung dieser roten Kurve, dieses roten Rechtecks zu heben, das heißt diesen Punkt noch weiter nach oben zu verschieben. Dem sind natürlich technische Grenzen gesetzt. Typischerweise liegt dieser Füllfaktor bei kristallinen Zellen im Bereich von 0,7, 0,75. Das ist so die typische Größenordnung. Zum Schluss möchte ich noch auf die Temperaturabhängigkeit der Leistung und des Wirkungsgrads einer Solarzelle eingehen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier nochmal diese Stromspannungskennlinie uns aufzeichnen, also die Stromstärke wieder auf die Y-Achse. Wir haben dann hier die Spannung U. Wie sieht das jetzt aus unter den Normbedingungen, also STC? Bei 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung und bei einer Modultemperatur von 25 Grad Celsius bekommen wir diesen Kurvenverlauf hier, das ist also fast konstant und dann fällt das ja hier zu diesen Spannungen ab. Das sollen jetzt hier die Standardtestbedingungen sein, also 25 Grad Celsius Zelltemperatur. Was passiert jetzt, wenn die Zelltemperatur steigt, wir höhere Temperaturen haben? Die Stromstärke ist davon fast unbeeinflusst, die ändert sich minimal, wird minimal größer, aber die Spannung wird deutlich kleiner. Das heißt also, dass hier die Spannung dieser UOC sinkt. Das heißt, was wir bekommen als Bild ist folgendes: Das ist wie gesagt fast konstant und dann ergibt sich für unsere Stromspannungskennlinie folgender Verlauf, dass wir jetzt hier in Rot zum Beispiel bei 50 Grad Celsius einen etwas anderen Kurvenverlauf haben. Und wenn die Temperatur noch weiter steigt, dann steigt die Stromstärke wieder minimalst an. Aber wir erkennen dann, dass dann die Spannung entsprechend weiter absinkt. Dann sind wir hier unten bei 75 Grad Celsius. Das ist schon das Maximum, was wir typischerweise in Mitteleuropa bei Solarzellen, also Solarmodulen erreichen können unter sehr ungünstigen Bedingungen. Ein sehr, sehr heißer Sommertag, volle Einstrahlung. Dann können Solarzellen bis zu 75 Grad warm werden. Umgekehrt, was passiert, wenn jetzt die Solarzelle kühl ist, dass also die Temperatur unter die 25 Grad fällt, dann würde die Stromstärke minimal sinken, aber was dann passiert ist, die Spannung steigt. Das heißt, also dann haben wir hier folgende Situation, dass wir dann hier diesen Verlauf bekommen. Das entspricht jetzt dann 0 Grad Celsius zum Beispiel. Und damit verändert sich natürlich auch jeweils der Maximum PowerPoint, der dann entsprechend hier liegt. Ich markiere die nochmal. Die verschieben sich zu größeren Werten hin. Das heißt natürlich auch, dass unter Normalbedingungen, und das ist halt der entscheidende Punkt, also bei 25 Grad, das sind die Parameter, die noch auf Datenblättern von Solarmodulen angegeben sind, haben wir diesen Punkt hier, das ist unser MPP. Aber diesen Punkt erreichen wir quasi nie. Also unter Normalbedingungen sind die Zellen normalerweise wärmer. Wenn wir jetzt also die volle Strahlungsstärke haben, die Strahlungsleistung, erwärmen sich die Zellen über diese 25 Grad, sodass wir eigentlich nie die angegebene Nennleistung haben, sondern typischerweise liegen wir immer leicht drunter. In den Wintermonaten kann es aber natürlich auch passieren, dass die Solarzelle effizienter ist, eine höhere Leistung hat bezogen auf die Strahlungsleistung und wir damit mehr Leistung bekommen als als Nennleistung ist. Und das muss bei einer Planung einer Photovoltaikanlage natürlich berücksichtigt werden, dass in extremen Fällen insbesondere die Spannung steigen kann und wir die technische Auslegung unserer Anlage natürlich daraufhin planen müssen, dass wir auch gegebenenfalls höhere Spannungen berücksichtigen müssen. Typische Werte jetzt hier für diese Veränderung der Spannung, das sind so diese Temperaturkennzahlen, die dann auch auf Datenblättern angegeben sind. Das ist also, wie ändert sich jetzt die Spannung bezogen auf die Temperatur, also wie ändert sich jetzt die Leerlaufspannung bezogen auf die Temperaturdifferenz. Das sind so bei kristallinen Modulen, ja, also das ist so ungefähr minus 0,4% pro Kelvin oder Grad Celsius Temperaturunterschied, die Stromstärke ISC, also wie ändert sich die Stromstärke bezogen auf die Temperaturänderung? Das ist, naja, plus 0,06 Grad Celsius pro Kelvin bei
Poly- oder Monokristallin-Modulen. Das kann man normalerweise vernachlässigen. Für die Leistungsveränderung entscheidend ist dieser Wert, dass die Leistung entsprechend auch mit quasi 0,4% pro Kelvin-Temperaturunterschied sich verändert. Zweite und wichtigere Kennzahl ist der Wirkungsgrad unserer Solarzelle. Das heißt also, wie ist der Wirkungsgrad einer Solarzelle definiert? Der Wirkungsgrad ganz allgemein, Eta ist natürlich das, was man aus einer Maschine, aus einem System ziehen kann in Bezug auf das, was von außen zugeführt wird. Das entspricht halt bei einem Kohlekraftwerk der Energiemenge in Form von Kohle und dann der elektrischen Energie, die man aus dem Kohlekraftwerk herausziehen kann. Das liegt so im Bereich von ungefähr 40%. Wie sieht das nun bei der Solarzelle aus? Wir haben auf der einen Seite die Leistung, die wir aus der Solarzelle gewinnen können. Das ist der PMPP, also die Leistung, Maximum PowerPoint. Und dann dividiert durch die Energie, die wir zuführen. Das ist die Strahlungsenergie oder die Strahlungsleistung. Das heißt also, das ist das P, ich nenne das jetzt mal hier P-Opt, also die optimale Strahlung unter Normbedingungen multipliziert mit der Fläche unserer Solarzelle. Und dieses P-Opt, das entspricht also der Leistung unter Standardtestbedingungen. Das sind also dann unsere 1000 Watt pro Quadratmeter Fläche. Das heißt, daraus da lässt sich das ableiten, wie groß der Wirkungsgrad unserer Solarzelle ist, abhängig jetzt von der Fläche. Und typischerweise moderne Solarzellen haben einen Wirkungsgrad von naja, ungefähr 15 bis 20%. Das ist das, was man heutzutage üblicherweise nutzen kann. Das hängt auch von der Technologie ab. Unter Laborbedingungen erreicht man auch schon deutlich höhere Wirkungsgrade im Bereich bis zu 40%. Andere Technologien, also Solarzellen, die nicht auf Siliziumbasis, sondern zum Beispiel auf organischen Materialien, also Kohlenstoff basieren, die erreichen Wirkungsgrade noch unter 10%. Das ist so die typische Größenordnung. Das Ersatzschaltbild, was wir herangezogen haben zur Beschreibung der Solarzelle, ist jedoch zu einfach, um sämtliche Effekte einer Solarzelle korrekt wiedergeben zu können. Das heißt, wir müssen dieses stark vereinfachte Modell erweitern. Betrachten wir Folgendes: Wir haben hier wieder unsere Photostromquelle, die unseren Photostrom bereitstellt. IPH. Dann haben wir hier unsere Diode, die parallel geschaltet ist. Und dort fließt der Diodenstrom ab. Es liegt die Diodenspannung UD an. Und dann hatten wir als Vereinfachung gesagt, wir haben jetzt hier dann einfach den Anschluss an die wo wir nun die Verbraucher anschließen können. Das heißt, hier fließt der Strom I und hier liegt dann die Spannung zwischen diesen beiden Punkten. Das ist die Spannung U, die wir betrachtet haben. Dieses Modell ist zu einfach. Was man nun machen kann, ist in einem ersten Schritt, um dieses Modell etwas zu verbessern, ist, dass wir in Reihe einen Widerstand ergänzen an dieser Stelle. Das heißt also, wir werden jetzt hier einen Widerstand RS einführen, den wir in Reihe schalten. Wozu führt das in unserem vereinfachten Ersatzschaltbild? An dem Widerstand fällt Spannung ab. Das heißt also, wenn wir nun wieder mit Hilfe der Kirchhoffschen Regel uns überlegen wollen, wie sieht jetzt der Strom I aus, den wir abgreifen können, das ist natürlich weiterhin der Diodenstrom minus der Strom, der durch die Diode fließt. Jetzt ist es eigentlich so, dass die Spannung UD nicht mehr gleich U ist, wie in unserem stark vereinfachten Modell, sodass sich die Spannung an dieser Stelle nun ändert. Das heißt, wir haben den Diodensperrstrom IS mal E hoch und jetzt haben wir den Strom, das ist also U plus I mal RS, dividiert durch die Temperatur UT. Das ist jetzt exp und dann minus 1. Das heißt, also hier haben wir jetzt also E hoch, diesen Term hier. Das ist jetzt also E hoch U plus I mal RS dividiert durch UT minus 1 und das multipliziert mit dem Diodensperrstrom gibt unsere Diodenspannung. Diese Gleichung hat noch den Vorteil, auch die können wir noch explizit umstellen, dass wir sagen können, wie sieht die Spannung abhängig jetzt vom Strom aus? Das ist also dann UT mal und dann haben wir multipliziert mit dem natürlichen Logarithmus und dann ergibt sich hier raus, dann haben wir hier den Photostrom minus I plus
IS dividiert durch IS, das kennen wir schon, minus I mal RS, also minus der Spannung. Das ist ja quasi die Spannung, die hier an dem Widerstand, der hier in Reihe geschaltet ist, abfällt. Dieses vereinfachte Ein-Dioden-Modell dient, oder ist schon eine sehr gute Annäherung. Damit kann man eine Solarzelle analytisch noch beschreiben und berechnen, weil man die beiden Gleichungen ineinander umformen kann. Man kann daraus die IV-Kennlinie ableiten. Und für die meisten Fälle, für analytische Betrachtung, reicht diese Darstellung aus. Die ist natürlich trotzdem noch nicht hinreichend genau. Was man nun macht, ist in einem weiteren Schritt, um das Modell noch zu verbessern, ist, dass man noch einen zweiten Widerstand einfügt, parallel RP, der ebenfalls Zelleigenschaften beschreiben soll. Das heißt, wir haben einmal diesen Widerstand in Reihe und dann diesen Widerstand parallel, so ein Shunt Resistance im Englischen, der beschreibt, wie gut die Qualität der Solarzelle ist. In dem einfachen Modell mit nur einem Widerstand, das ist der Nachteil dieses Modells, kann es unter bestimmten Parametern passieren, dass dieser Widerstand negativ ist. Das heißt also, wir haben keine physikalisch korrekte Beschreibung, wenn wir jetzt nur diesen Widerstand in Reihe haben. Ergänzt man dann noch zur Verbesserung des Modells einen Widerstand parallel, wird das Modell besser. Diese beiden Widerstände spiegeln damit die Qualität der Solarzelle wider. Das hat nun den Nachteil, wenn man nun dieses komplexe Modell hat, dass wir zwar die Gleichung aufstellen können, und das ist sicherlich eine ganz gute Übung, das mal selber zu versuchen, wie das funktioniert mit der Kirchhoffschen Knotenregel. Also wir haben den Strom, den Photostrom, davon ziehen wir den Diodenstrom ab, das ist IS mal, und dann haben wir hier in Klammern E hoch, das haben wir gerade schon gesehen, U plus I mal RS dividiert durch UT minus 1, das ist das, was wir schon kennen. Und dann müssen wir noch berücksichtigen, dass natürlich jetzt hier auch noch ein Strom fließt durch unseren Widerstand, IP wollen wir den nennen, das ist also minus U plus I mal RS dividiert durch RP. Das ist die Gleichung, die sich ergibt. Hierzu gibt es so keine explizite Umformung mehr. Das heißt, das lässt sich nicht mehr analytisch umstellen. Man sieht, es ist auch eine Gleichung, die man numerisch lösen muss, weil hier auf der linken Seite der Strom steht, auf der rechten Seite steht hier der Strom und hier der Strom. Das war hier oben in der Gleichung mit diesem vereinfachten Modell nur mit dem Widerstand RS einfacher, weil wir hier eine implizite Gleichung hatten. Hier hing U nur noch vom Strom I ab. Das heißt, wir hatten hier auf der linken Seite die Spannung, auf der rechten Seite die Stromstärke, die wir variieren können. Das war eine implizite Darstellung. Das heißt, wir konnten diese Gleichung hier so umstellen. Das ist bei dieser Gleichung hier nicht mehr möglich, sodass wir dann diese Gleichung nur noch numerisch lösen können. Mit diesem erweiterten Modell, mit den beiden Widerständen, natürlich ist das Ziel, dass einmal dieser Widerstand in Reihe, der sollte natürlich entsprechend sein und auch der Widerstand hier parallel geschaltet. Das heißt, es sollte möglichst wenig Strom hier abfallen. Das heißt, wir wollen natürlich erreichen, dass diese Widerstände entsprechend klein oder groß sind. Das heißt, der Widerstand in Reihe, der soll natürlich sehr klein sein, damit wir hier möglichst wenig Verluste haben. Gleichzeitig sollte der Widerstand RP möglichst groß sein, damit wir hier keinen Stromfluss haben, der nicht nutzbar ist, sondern hier quasi innerhalb der Zelle fließt in unserem Ersatzschaltbild. Und dann im letzten Schritt zur weiteren Verbesserung des Modells, und dann sind wir beim Standardmodell, dem sogenannten Zwei-Dioden-Modell. Was man dann noch macht, ist, man ergänzt hier noch eine zweite Diode, die man benötigt, um die Zelleigenschaften noch genauer zu beschreiben. Das heißt, wir bekommen dann ein Modell, das sogenannte Zwei-Dioden-Modell. Schauen wir es mal hier oben hin, das ist das Zwei-Dioden-Modell. Das ist quasi das Standardmodell einer Solarzelle. Das heißt, wir bekommen jetzt hier nochmal einen zweiten Diodenstrom ID2 und hier haben wir den Diodenstrom ID1. Auch hier ergibt sich keine explizite Lösung mehr, wie die Spannung von der Stromstärke abhängt. Es lässt sich diese Gleichung hier erweitern. Und dieses Modell mit den zwei Dioden mit leicht unterschiedlichen Parametern, mit dem RP, also dem
Widerstand parallel und dem reinen Widerstand. Damit lässt sich nun die Solarzelle sehr gut beschreiben, zwar nur numerisch, aber dennoch mit hinreichender Genauigkeit, um daraus die entsprechenden Parameter abzuleiten, die man braucht, um eine Solarzelle, ein Solarmodul und damit auch eine Photovoltaikanlage zu beschreiben. Zuletzt wollen wir uns noch die Stromspannungskennlinie einer Solarzelle angucken. Für den Fall, dass wir nun größere oder kleinere Spannungen betrachten, was passiert dann? Das heißt also, die Solarzelle verhält sich ja quasi wie eine Diode. Das heißt, also, haben wir vorhin den Fall, wir haben jetzt hier unsere Y-Achse, da zeichnen wir jetzt die Stromstärke auf, dann haben wir hier die X-Achse, das soll jetzt die Spannung sein. Was wir bisher betrachtet haben, war also der Fall positive Spannung, positive Ströme, da ergibt sich dann folgender Kurvenverlauf, das wäre dieser Kurvenverlauf für unsere IV-Kennlinie. Was nun passiert ist, wenn die Spannung weiter steigt, dann dreht sich der Stromfluss in der Solarzelle um. Wir rutschen also in diesen Bereich hier, dass die Stromstärke sehr schnell negativ wird. Umgekehrt, was man auch machen kann, ist, wenn man von außen eine negative Spannung anlegt, dann bleibt die Stromstärke über einen weiten Bereich konstant, steigt leicht an, bis man dann an den Punkt erreicht, bei dem dann die Diode zerstört wird, der Stromfluss innerhalb der Diode, der gerichtet ist, umgekehrt wird und dann der Strom sehr schnell ansteigt. Bisher betrachtet war nur dieser Fall, das heißt hier in diesem Quadranten, das ist jetzt dieser rot markierte Bereich, das ist der Bereich mit positiver Spannung, positivem Strom. Das heißt, in diesem Bereich ist P größer 0. Wir haben also eine Erzeugung von elektrischer Energie. Dennoch sind diese beiden anderen Bereiche relevant, insbesondere wenn es dann um das Thema Verschattung von Solarzellen geht. Das heißt also, wenn Solarzellen in einem Solarmodul teilweise verschattet sind, dann kommen wir in diese Bereiche. Und hier ist es natürlich nun so, dass hier die Leistung negativ ist. Das gleiche in diesem Bereich. Die Leistung hier ist ebenfalls negativ. Dadurch, dass hier die Spannung kleiner 0 ist in diesem Bereich, hier ist die Spannung kleiner 0, der Strom größer 0, umgekehrt hier Spannung positiv, Stromstärke negativ, Stromfluss umgekehrt, damit ist die resultierende Leistung entsprechend negativ. Das heißt, in diesem kleinen Bereich haben wir die Erzeugung von elektrischer Energie, Erzeugung. Und in diesem Bereich haben wir einen Verbraucher. Das heißt also hier und auch hier unten Verbraucher. Das ist in diesen beiden Bereichen tritt die Solarzelle als Verbraucher auf, nimmt von außen elektrische Energie auf und verbraucht Energie. In welcher Form passiert das? Indem die Solarzelle sich stark erwärmt. Das ist das, was man auch beobachtet in der Praxis, dass wenn Zellen verschattet sind oder einen technischen Defekt haben, es dazu führt, dass man in diese Bereiche rutscht und es dazu führt, dass die Solarzelle Energie verbraucht, sich erhitzt und gegebenenfalls sogar dazu führen kann, dass diese Solarzelle und damit das Solarmodul Schaden nimmt. Das gilt es zu berücksichtigen. Da sehen wir im späteren Verlauf dieses Kurses, was das noch für Auswirkungen haben kann auf die Solarzelle. Ansonsten, im Normalbetrieb ist man immer in diesem positiven Bereich. Deswegen werden wir uns darauf weiter fokussieren. Eine positive Spannung, positiver Strom mit dem MPP ungefähr an dieser Stelle. Das werden wir uns jetzt im Weiteren genauer angucken, wie man nun aus der Solarzelle, also einer einzelnen Zelle, ein Solarmodul machen kann, indem man diese Zellen miteinander verschaltet in Reihe und parallel, um Strom und Spannung zu vergrößern, die Leistung zu vergrößern, um damit dann ein Solarmodul zu konstruieren.